Warum sieht man dieses Auto so selten auf der Straße? Ich habe euch heute den Alfa Romeo Tonale mitgebracht und verrate euch, was für und vielleicht gegen den Kauf spricht. Eins muss man sagen, dieses Auto ist einfach wunderschön. Die Italiener können das einfach. Design liegt ihnen und das merkt man an diesem Alfa Romeo. Er hat diesen wunderschönen dreieckigen Kühlergrill, wie man ihn von Alfa eben kennt. Dann diese kleine Wölbung über dem Alfa Romeo Logo gefällt mir sehr gut. Das sind diese kleinen Details, die ich immer sehr schätze. Dann haben wir hier noch die LED-Scheinwerfer, die so schön schmal nach hinten gehen. Die gibt es auch als Matrix-LED-Scheinwerfer mit einem adaptiven Blinker. Mein absolutes Highlight sind diese 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Die sind einfach wunderschön im Design und auch eben Alpha-typisch. Wir haben hier noch dieses TI, das ist die Ausstattungsvariante, die steht für Turismo Internationale und da gibt es dann noch die etwas sportlichere Variante Veloce. Natürlich darf der Nationalstolz hier nicht fehlen, daher haben wir auch eine kleine italienische Flagge, finde ich irgendwie ein ganz nettes Gimmick. Zu den Abmessungen, 4,53 Meter ist er lang, 2,08 Meter breit inklusive Außenspiegel und 1,61 Meter hoch, also so ein Standard-Kompakt-SUV. Das Heck enttäuscht mich optisch auch überhaupt nicht. Das sieht nämlich genauso schön aus wie die Front mit diesen wellenförmigen Scheinwerfern bzw. diesem wellenförmigen Lichtdesign und diesem Leuchtband, das sich da so durchzieht über das gesamte Heck und der schöne tonale Schriftzug. Also was soll man sagen, optisch ist einfach 1A. Ich bin gespannt, ob es im Interieur genauso schön ist. Das schöne Design ist auch im Interieur vorhanden und gefällt mir sehr gut. Es ist alles schlicht, schwarz, elegant. Auch das Lenkrad fühlt sich sehr gut an, fühlt sich auch etwas sportlicher an. Wir haben hier den Start-Stopp-Knopf, den finde ich auch irgendwie ganz cool, dass der hier am Lenkrad ist. Es gibt optional auch Schaltwippen, die haben wir hier nicht. Sieht aber dann alles noch mal ein bisschen sportlicher aus. Ich blicke auf ein 12,3 Zoll TFT-Kombi-Instrument, das mir eben alle möglichen Fahrdaten anzeigt. Finde ich sehr übersichtlich, schön groß, also das auch schick gelöst. In der Mittelkonsole haben wir ein 10,25 Zoll Alpha Connect Infotainment Display. Finde ich auch irgendwie ganz nett, dass das so aufgesetzt ist. Und ich sehe zeitlos und schön aus. Also auch da wieder mit dem Design hat Alpha alles richtig gemacht. Bei den Materialien und der Verarbeitung, da kann man noch ein bisschen kritisieren, dass ja da zum Beispiel der Kunststoff ist jetzt nicht so unterschäumt und ist eher hart. Also beim Materialmix, ja, da wurde ein bisschen gespart, würde ich sagen. Vor allem, wenn man jetzt mal bei der Konkurrenz so ein bisschen schaut. Ein XC40, ein Volvo, der hat ein bisschen, ja, schönere Materialien oder wertigere Materialien. Zurück zur Mittelkonsole und zurück zu ein paar positiven Punkten. Und zwar finde ich es ganz nett, dass hier wenig mit Klavierlack gearbeitet wurde. Ich finde immer, das sieht ein bisschen edler aus, wenn das jetzt hier so aufgeräumt ist mit diesem grauen Kunststoff. Das finde ich, fühlt sich auch gut an von der Haptik. Also ihr könnt es euch denken, Optik 5 von 5 Sternen, da muss ich überhaupt nicht zögern. Das können die Italiener und das haben sie bei diesem Alfa Romeo Tonale auf jeden Fall gezeigt. Dann kommt mal eine Frage an alle Alfisti da draußen. Was sagt ihr zum Tonale und zum Design im Interieur? Gefällt es euch? Überzeugt es euch? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Alle Alfa-Fans sollten das ja am besten wissen. Schauen wir uns das Alfa Connect Infotainment mal etwas genauer an. 10,25 Zoll hat das Display und das muss ich sagen, ist ja schon mal eine ganz gute Größe. Auf den ersten Blick macht das ja schon mal einen guten Eindruck. Aber klicken wir uns mal durch. Wir haben hier den Home-Button und dann haben wir hier zum Beispiel Telefon. Wir können unser Handy mittels Bluetooth verbinden. Hier haben wir die Radiostation und wir könnten hier eine Seite hinzufügen,
wenn wir sagen, wir wollen ein anderes Layout haben oder wollen die Seiten neu ordnen zum Beispiel, könnten jetzt auch irgendwie uns ein anderes Widget einblenden lassen, aber da werde ich jetzt mal nicht ins Detail eingehen, aber wie ihr seht, ist sehr viel individualisierbar. Wir können auf Medien gehen, da haben wir jetzt zum Beispiel eben Radio, könnten aber auch eben auf Bluetooth zugreifen und unser Handy koppeln. Wenn wir auf Komfort gehen, dann haben wir hier die Klimatisierung, die ist jetzt gerade aus, aber die könnte man jetzt hier anmachen und dann könnte man hier entscheiden, wo man den Luftstrom denn genau haben möchte. Kann man aber auch mit den Tasten unten machen, finde ich auch immer ganz gut, wenn das auch nochmal mit den Tasten unten schnell geht. Weil man möchte ja da nicht während der Fahrt immer dann rumklicken. Navigation, schauen wir uns die mal genauer an, gehen mal zur Karte. Und der erste Test ist erstmal, ob das schnell reagiert. Und ja, ist wirklich super schnell. Man kann halt direkt sehen, wo wir sind, rauszoomen, reinzoomen. Und das geht super schnell und gleich wieder zentrieren. Das ist schon mal top. Wenn wir jetzt also eine Suche eingeben, lasst uns mal nach Stuttgart navigieren. Stuttgart Hauptbahnhof, auch das, also das ist jetzt wirklich super schnell reagiert. Das ist auf jeden Fall top. Telefon, da können wir, wie gesagt, unser Handy koppeln und dann haben wir noch das Fahrzeug. Da gibt's Fahrmodus Explorer zum Beispiel, könnte man sich halt anschauen. Verschiedene Fahreinstellungen anzeigen lassen zum Verbrauch, die Leistung oder Steuerung. Da gibt es dann noch die Einstellungen eben zu den verschiedenen Assistenzsystemen. Und dann gibt es hier oben nochmal so eine Leiste, wo wir die Außentemperatur sehen und da auch nochmal irgendwie klicken können und nochmal Profilkacheln sehen und Menüpunkte. Das finde ich alles ein bisschen wirr. Also ich muss sagen, besonders intuitiv ist das nicht und für mich kann man schon fast zu viel machen, weil also da muss man ja wirklich stehen bleiben, um diese ganzen Dinge dann auch zu testen und einzustellen. Das ist nicht ganz übersichtlich, aber ich zeige euch trotzdem mal die Kamera. Und zwar haben wir die Rückfahrkamera, die ist relativ gut, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht gestochen scharf, aber man sieht auf jeden Fall alles sehr gut und hat vor allem hier alle möglichen Perspektiven. Und das ist schon nicht schlecht. Da kann die Konkurrenz nicht immer mithalten. Das ist das Infotainment. Ich komme wieder zum Home-Button. Von mir gibt es 4 von 5 Sternen fürs Infotainment. Es reagiert super schnell. Also das ist echt top. Man kann alles Mögliche einstellen, individualisieren. Das finde ich auch super. Aber es gibt einen Sternabzug. Und zwar für die Aufteilung. Ich finde, es ist irgendwie nicht ganz übersichtlich. Überall öffnen sich neue Menüpunkte. Das könnte man vielleicht ein bisschen schöner gestalten. Im Fond kann man auf jeden Fall gemütlich Platz nehmen, denn die Sitze sind super komfortabel. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier zu dritt zu reisen hinten, denn der Mittelsitz ist auch breit genug und ganz gut gepolstert. Was die Beinfreiheit anbelangt, auch hier ist die in Ordnung, würde ich sagen, bei der Konkurrenz teilweise besser. Aber es ist auf jeden Fall genug Beinfreiheit. Der Sitz ist hier auf meine Größe eingestellt, also 1,63 Meter. Und ihr seht, ich habe genügend Platz. Wenn der Sitz eingestellt ist für eine Person, die 1,80 Meter ist circa, dann wird es ein bisschen enger, aber es ist nach wie vor in Ordnung. Also auch für die Langstrecke auf jeden Fall tauglich. Wenn man zu zweit hier hinten sitzt, dann kann man es sich noch gemütlicher machen, denn dann klappen wir hier einfach die Armlehne runter, haben 2 Cupholder und eine Durchreiche zum Kofferraum. Und last but not least haben wir auch die Möglichkeit, das Handy zu laden mit USB-A und USB-C-Anschluss. Auch nach oben hin hat man genügend Kopffreiheit, also auch hier können größere Personen hinten Platz nehmen. Schauen wir uns mal den Kofferraum an und dafür öffnen wir die elektrische Heckklappe. Da drückt man etwas länger und dann öffnet sie sich. Ist eine kleine Spielerei, aber dann kommt man zu 500 Liter Ladevolumen. Wenn wir die Rücksitze nach vorne klappen, dann sind es sogar 1550 Liter. Und das ist für die Kompakt-SUV-Klasse sogar ganz gut, würde ich sagen. Sogar eher in der oberen Hälfte. Auch die Ladekante ist relativ eben. Also auch das muss man positiv hervorheben, bevor ich zum negativen Punkt komme, und zwar der Anhängelast. Und die beträgt nämlich nur 1025 Kilo und das ist relativ wenig, gebremst muss ich dazu sagen, das ist relativ wenig im Gegensatz zur Konkurrenz.
Aber alles in allem ist das Platzangebot auf jeden Fall sehr gut. Ich gebe 4 von 5 Sternen, denn das Kofferraumvolumen, das hat mich total überzeugt, aber im Fonds hat man eben nicht so wahnsinnig viel Platz, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz. Den Alfa Romeo Tonale gibt es mit folgenden Motorisierungen. Einmal mit einem 1,6 Liter Dieselmotor und 130 PS, einen 1,6 Liter Diesel mit 130 PS, einen 1,5 Liter Mild-Hybrid mit 130 PS, einem 1,5 Liter Mild-Hybrid mit 160 PS und einem 1,3 Liter Plug-in-Hybrid mit einer Gesamtleistung von 280 PS. Ich bin jetzt unterwegs mit dem Tonale und total gespannt, wie er sich denn fährt. Denn es ist ja so, dass dieses Auto nicht wahnsinnig beliebt ist. Man sieht es ja eher selten. Das heißt, irgendwas muss es sein, weil am Design liegt es auf jeden Fall nicht. Und deswegen denke ich mir, muss es an dem Fahrverhalten liegen. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen damit gefahren und tatsächlich sind mir auch ein paar Dinge aufgefallen. Nicht nur positive. Und deswegen möchte ich auch gleich vorweg mit den negativen anfangen. Also das eine ist die Lenkung. Ich finde, die Lenkung ist ein bisschen zu leichtgängig. Man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man in so einem kleinen City-SUV. Weil da ist so eine leichtgängige Lenkung vielleicht auch gut. Hier würde ich mir wünschen, dass sie einfach ein bisschen, ja, direkter ist und nicht so schwammig, vor allem hier auch im Mittelpunkt, aber so über den Mittelpunkt sogar hinaus. Das ist auf jeden Fall was, da könnte man noch ein bisschen nachjustieren. Der zweite negative Aspekt an dem Auto ist das Fahrwerk. Ja, ich muss sagen, ich finde, das Fahrwerk ist ein bisschen sehr straff abgestimmt. Also ich finde, es ist sehr ein hartes Fahrwerk. Man spürt schon die Bodenwellen und Unebenheiten sehr stark. Da ist die Federung irgendwie nicht so gut. Und das für ein SUV bisschen schwierig, vor allem wenn man jetzt einfach schaut, was es für eine Riesenkonkurrenz gibt. Und da macht es die Konkurrenz einfach teilweise besser vor. Auch wenn wir jetzt in den Fahrmodi halt wechseln, in einen Sportfahrmodi zum Beispiel, dann merkt man jetzt keinen Riesenunterschied. Das heißt, da muss ich sagen, auch negativer Punkt. Ja, und ein weiterer negativer Aspekt ist die Leistungsentfaltung. Und da muss ich sagen, haben wir jetzt eine 6-Gang-Automatik. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so üblich. Also vor allem in der Fahrzeugklasse, wenn wir uns eben bei der Konkurrenz umschauen, dann ist es oft ein 7- oder sogar 8-Gang-Getriebe. Da kann halt 6-Gang-Automatik nicht mehr wirklich mithalten und ist vor allem auch nicht wirklich zeitgemäß. Also auch da müsste Alfa Romeo das ein bisschen überarbeiten. Ein weiterer kleiner negativer Aspekt, und das ist der letzte und er ist sehr subjektiv, ist das Blinkergeräusch. Ich finde das total penetrant und störend. Also ich weiß nicht, hört euch das mal an. Das ist irgendwie doch nicht ganz angenehm, muss man sagen. Aber das hätte man irgendwie schöner lösen können. Ich finde, da blinkt man richtig ungerne. Ich will jetzt aber nicht nur meckern und deswegen habe ich auch ein paar positive Aspekte, die ich unbedingt nennen möchte. Und zwar die Rundumsicht. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass die nicht so gut sein würde, weil ja auch die Fenster hinten dann doch etwas schmaler zum Heck werden. Aber ich finde die Rundumsicht ziemlich gut. Auch die C-Säule, ja, die stört nicht wirklich. Und deswegen hat man einen ganz guten Rundumblick. Zusätzlich hat man dann auch noch die Kamera, die ich ja vorhin gezeigt habe. Und ich finde, auch die bietet eine ganz gute Rundumsicht. Also da hat man auf jeden Fall gar kein Problem. Und das ist auf jeden Fall was Positives. Ein weiterer positiver Aspekt, und der ist wirklich nicht außer Acht zu lassen, denn ich finde, der hat eine hohe Gewichtung, ist der Verbrauch. 5,3 Liter pro 100 Kilometer soll er verbrauchen, laut Datenblatt. Und wir sind jetzt bei knapp 6 Liter. Ich habe ihn jetzt schon ziemlich getreten. Das heißt, im Alltagstest kommt man dann auf die 5,5, 5,6 Liter pro 100 Kilometer. Und das ist im Vergleich zur Konkurrenz auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, einen neutralen Punkt würde ich noch ansprechen. Und zwar, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt positiv nennen, aber die Geräuschkulisse, ich würde sagen, die ist normal und durchschnittlich. Sie ist nicht unfassbar gut. Das habe ich bei der Konkurrenz schon besser erlebt. Beim XC40 zum Beispiel ist einfach die Dämmung richtig, richtig gut. Aber auch hier in dem Alfa Romeo Tonale ist sie nicht schlecht. Man hört zwar so ein bisschen die Windgeräusche, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Aber es ist alles noch im Rahmen. Ja, es lässt sich also abschließend sagen, es gibt einen Grund, warum man wahrscheinlich nicht so viele Alfa Romeo Tonale auf der Straße sieht. Denn so schön dieses Auto auch aussieht, technisch, da gibt es noch Luft nach oben. Deswegen gibt es von mir 3 von 5 Sternen. Es ist ein schönes Auto. Es ist auch ein Auto, mit dem man sehr gut fahren kann. Aber es gibt eben so ein paar Feinheiten. Und wenn man da Wert drauf legt oder vor allem, wenn man sehr viel fährt, oder Langstrecke fährt, dann ist es vielleicht nicht das ideale Auto, weil ja, dann gibt es ein paar Dinge, die einen wahrscheinlich auf Dauer vielleicht etwas stören, wie zum Beispiel das Fahrwerk oder die Lenkung. Wenn man jetzt aber sagt, für kurze Strecken oder man nutzt das Auto sowieso nur in der Stadt, hat kurze Wege, dann glaube ich, sind das alles Punkte, die man auch nicht unbedingt so stark gewichten muss. Als ich das Datenblatt von diesem Testwagen gelesen habe und gesehen habe, 130 PS für diesen Kompakt-SUV, war ich ein bisschen skeptisch. Ich finde, das ist nicht besonders viel. Vor allem ist er irgendwie so dieses Standardmaß 150 PS. Für den Alltag auf jeden Fall ausreichend. Auch die 130 PS, ja, können reichen. Meiner Meinung nach fehlen da so ein paar PS und es ist eher ungewöhnlich. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie die Beschleunigungsfahrt wird, weil, ja, mal sehen, wie gut er da in die Puschen kommt. Ich stehe auf der Bremse und auf dem Gas und drück voll durch und los geht's und wir starten. Ja, gemächlich kommen wir auf die 60, 70, 80, 90 und 100. Ja, okay. Das sind halt dann 10,9 Sekunden. Das ist nicht wahnsinnig schnell. Aber ich habe mir jetzt auch kein Wunder und keine Rakete erwartet. Es reicht allerdings. Also man muss sagen, um jetzt irgendwie auf der Autobahn zu überholen oder auf der Landstraße, im Alltag reicht es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde die Standard 150 PS für den Alltag noch ein Ticken besser. Da verstehe ich die 130 nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Wenn ich diesen Italiener auf der Straße sehe, dann denke ich mir einfach ciao bello, weil er sieht so schön aus. Aber wenn ich mich dann hinter das Lenkrad setze, dann komme ich drauf, technisch ist das noch nicht ganz so ausgereift und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das heißt, mich hat der Tonale nicht komplett überzeugt. Vor allem, wenn man ihn sich preislich anschaut, da ist er neu, liegt er zwischen 39.000 und 60.000 Euro. Das heißt, Schönheit hat auf jeden Fall ihren Preis. Wenn ihr aber jetzt auf der Suche nach vielleicht einem günstigeren Italiener seid, dann darf er auch vielleicht gebraucht sein und schaut auf Autohero vorbei, da findet ihr auf jeden Fall eine große Auswahl und liked gerne das Video, um kein weiteres zu verpassen, müsst ihr aber auch den Channel abonnieren.